Einen wunderschönen guten Morgen. Weiter geht's mit Titan 10.1. Kleine Vorschau auf die neuen Funktionen. Das hier ist diesmal noch ein Nachtrag zum letzten Mal, wo ich was über BPM, Tempo, Teiler, Synchronisation und sowas alles gesagt habe. Und da das ja natürlich immer sinnvoller anzuwenden ist, stellt sich natürlich auch die Frage, wie können wir das denn auch schneller den einzelnen Cues zuweisen, auf welchen Taktgeber die zu hören haben. Und da steht dann in den Release Notes, ist mal wieder die Empfehlung, die zu lesen. Tempo, Faktor, Teiler und Taktgeber können nun auch über den Programmer direkt in neue Cues gespeichert oder in existierende gemerged werden. Damit lassen sich sehr schnell viele Cues auf einmal ändern. Und so weiter und so weiter. Ich mache hier mal im Schnelldurchgang so ein paar Beispiele, wie das gehen könnte. Auf geht's. Das war der Stand vom letzten Mal. Da hatte ich ja hier so ein paar Beispiele gemacht. Mal gucken, ob hier noch irgendwas läuft. Ja, da gehen sie an. Da tut sich irgendwas. Darauf soll es uns heute ja aber gar nicht ankommen. Ich mache das im Prinzip als Trockenübung einfach mal schnell, damit man sieht, wie es geht. Das geht los mit, wir drücken mal auf Times. Ja, die Taste gibt es auch auf allen Pulten und auf Options. Ja, also Times einfach so wäre ja dann nach dem Motto, wir machen in dem Programmer Zeiten rein für Delay, Fade und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt aber auf Options gehen, haben wir ein neues Menü, das ist das Edit Programmer Rate Settings. Und wenn wir jetzt hier Speed Source auf von Freerun zum Beispiel auf BPM 4 beispielsweise umstellen, dann ist diese Einstellung ab sofort im Programmer drin. Und wenn ich jetzt einen neuen Cue programmiere, jetzt mal völlig egal, ob jetzt mit Chaser oder ohne Chaser oder ohne Shape oder was der Henker was, mache ich einfach mal Rekord hierher, hier und Rekord hierhin. Und genauso gut könnte ich auch sagen, weil wir hatten ja hier, müssen wir vorher gucken, ich gehe einmal raus kurz, gucke mal, was passiert ist. Gehen wir auf Playback Options hiervon, auf Effekte und dann steht der Speed Source tatsächlich von dem neu erstellten Cue auf BPM 4. Und jetzt kann ich ja hier einfach auf den anderen Cue umschalten und der steht auch auf BPM 4. Wenn ich auf die Cues von gestern gehe, müsste da irgendwas entweder BPM 1 oder lokal oder sowas sein. Hier ist Local Clock, ja. Und gucken hier oben, Local Clock, immer schön auf die zweite Taste oben gucken und ich kann hier einfach durchschalten. Und der steht auf BPM 1 und siehe da, der steht auch auf BPM 1. Gut, hier gucken wir noch Kontrolle, BPM 4 und BPM 4. Es liegt auf der Hand, wenn ich so einfach durchschalten kann, dann könnte ich das so natürlich auch direkt ändern. Ich könnte zum Beispiel hier hinten den lokalen einfach mal hier schnell auf BPM 2 umschalten. Ja, wird sofort übernommen. Also der hier ist BPM 1, der müsste jetzt BPM 2 sein. Ist er auch. Nächstes Beispiel steht auch in den Release Notes. Wir können, wenn hier ein BPM Master greifbar ist, können wir den einfach per Include reinlutschen. Ich gehe hier mal kurz auf einen anderen Rechner und gucke noch was. Auch das muss manchmal sein. Ich weiß ja auch nicht immer alles auswendig. Genau. Eine weitere Möglichkeit zur Vorauswahl des Taktgebers ist, Include drücken, den BPM Master anwählen. Damit wird dieser Taktgeber in den Programmer übernommen. Und mal gucken, hier liegt ja der BPM 1. Erinnern, hier haben wir Q11 und Q10, die sind beide auf BPM 4 gestellt momentan. Und jetzt mache ich mal genau das, was da steht, nämlich Include BPM 1. Und jetzt klatsche ich das einfach mal hier rein, nämlich mit Rekord und hier rein. Und wenn wir jetzt dran denken, ich könnte ja einfach hier wieder auf Merge gehen und wer mal das Handbuch wirklich gelesen hat, Doppelklick heißt Merge. Also einfach hier nochmal reingeklickt und Rekord hier rein, klick, klick. Und schon müssten die beide auch auf den BPM 1 horchen. Exit und Clear, weil der BPM 1 ist momentan ja im Programm drin, deswegen war der auch hier hellblau hinterlegt. Jetzt gehen wir mal wieder gucken, was da unten ist. Playback Options hiervon und Effekte.
BPM1. Siehe da, es hat geklappt. Und zu guter Letzt, es gibt noch eine andere Möglichkeit, mit den BPM-Mastern sinnvoll umzugehen. Vielleicht ist einem ja hier einfach mal der Faderweg zu kurz, ob jetzt bei BPM oder bei Rate Mastern. Ich zeige es jetzt bei dem BPM-Master, weil er hier ist. Ich kann mich mit dem connecten. Das geht über die Taste Connect bzw. Q. Das ist ja die gleiche Funktion, die heißt nur mittlerweile anders. Ja, also hier haben wir die Q-Taste, mit der die Rädersteuerung mit irgendwas verbunden wird. Drücken wir auf Q. Sagt er, klick doch das, womit du dich verbinden willst, und dann klicken wir hier auf den BPM-Master und schon haben wir den hier auf den Rädern. Ja, wenn ich also hier drehe, seht ihr, hier kann ich plötzlich die BPM-Zahl verändern, verändert sich auch hier. Ja, gucken, ja, und schon habe ich das hier geschafft. Zum Endverbinden muss ich wie gehabt wieder zweimal auf Q drücken. Und schon ist alles gut und ich kann hier wieder wie gehabt weiterarbeiten. Das soll nur ein kleiner Tipp noch sein, halt, wie man sinnvoll mit den BPMs umgeht, wie man die schnell mehreren Queues zuweisen kann. Gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Und jo, jetzt geht es dann gleich zum nächsten Thema über. Das mache ich dann beim nächsten Mal.